Gegen Flüchtlinge in Kanus. Wir sind in einem Krieg um Weltfrieden. Doch ihr baut die Raketen, die sie schießen. Wir sind im Krieg um eine bessere Ernährung. Doch ihr verbreitet diese Scheiße in der Werbung. Wir sind im Krieg gegen Hetze und Hass. Doch ihr macht euch Sorgen wegen dem DAX. Im Krieg gegen Suizid und Depression. Doch ihr macht mit Pharmazeutika Millionen. Fairen, transparenten, menschlichen, respektvollen Umgang miteinander in einer gemeinsamen Gesellschaft auf der Straße sind. Denn das Wetter ist zwar toll, aber die Anlässe sind besorgniserregend, die Zeiten sind schwierig. Wir stehen einmal mehr mit einem Fuß mindestens schon auf einer schiefen Ebene, auf einem slippery slope in eine Richtung, in die wir eigentlich nicht gehen wollen, in eine Richtung der Entmenschlichung, der Unmenschlichkeit, der Unfreiheitlichkeit, auf der eine schiefe Ebene, auf der Menschen in der Menschheitsgeschichte immer wieder gelandet sind und das eigentlich nie wollten und hinterher immer entsetzt und schockiert waren, wie das eigentlich passieren konnte, wie sie dort landen konnten, wie es so weit kommen konnte und wie sie tun konnten, was sie getan haben. Wir haben die Erkenntnisse aus der Geschichtsforschung, aus den Fachdisziplinen, die eigentlich ohnehin trivial ist, dass die Erklärung, dass diese Menschen einfach böse, schlechte Menschen waren, immer zu einfach gegriffen hat und nie ausreichend war, sondern dass die Wahrheit und die Realität immer komplizierter war, dass diese Menschen sich verirrt haben, dass man ihnen gute Gründe geben konnte oder sie dachten, sie bekämen gute Gründe gegeben. Dinge zu tun, die sie eigentlich selber für entsetzlich halten und unter anderen Umständen auch selber für entsetzlich gehalten hätten. Und doch Dinge zu tun, Dinge zu relativieren und bei Dingen mitzumachen und Dinge zu akzeptieren, die sie normalerweise eigentlich unter allen Umständen abgelehnt hätten, aber sich dann gute Gründe dafür geben ließen, doch dabei zu sein oder in den Umständen nicht widerstehen konnten, sich verführen ließen oder nicht stark genug waren, massiven Bedrohungen zu widerstehen. Und so konnten sie doch dazu gebracht werden, so konnten dann doch kollektive Situationen entstehen, in denen entsetzliche Zivilisationsbrüche immer wieder zustande gekommen sind und es zu entsetzlichen Entgleisungen gekommen ist, die eigentlich niemand wollte. Warum müssen wir so achtsam sein, wenn wir in unsere Geschichte gucken? Ja, das ist völlig eindeutig, weil mit dieser Erkenntnis, die Erkenntnis im Raum steht, dass das Menschen immer wieder, wenn das Menschen immer wieder passieren konnte, dann kann uns das auch passieren. Und da müssen wir uns fragen, in welcher Situation sind wir gerade, was haben wir möglicherweise mit diesen Menschen gemeinsam, was für Gründe gibt es und könnten die gerade auf uns zutreffen, bei Dingen mitzumachen, Dingen schweigend zuzustimmen oder sogar Dinge aktiv zu unterstützen, die wir eigentlich in einer kognitiven Verzerrung für etwas völlig anderes halten als das, was sie wirklich sind, nämlich entsetzliche, unethische, unmenschliche Entwicklung, die wir unter anderen Umständen abgelehnt hätten. Deswegen müssen wir achtsam sein, deswegen ist der Blick in die Geschichte für uns so wichtig. Denn uns unterscheidet genau gar nichts von den Menschen in unserer Geschichte davor. Die gesamtgesellschaftliche Bewusstlosigkeit kritisiert bereits Rudi Dutschke prominent in den 60er Jahren. Und wenn man sich jetzt ein faszinierendes Interview bei Günter Gauss anhört, auf einem intellektuellen Niveau und mit einem respektvoll toleranten Austausch, dass man heute das Gefühl haben muss, dass es fast aus einer anderen, nicht aus einer anderen Zeit, sondern aus einer anderen Welt geflohen, dann hat man das Gefühl, dass dennoch die gesamtgesellschaftliche Bewusstlosigkeit von der Dutschke in den 60ern spricht, ein Kindergeburtstag ist gegen das Problem, was wir heute zu haben scheinen. Heute kann es einem vorkommen, als hätten wir den Verstand verloren in Phasen. Das ist ein Problem, denn das ist gefährlich. Das ist genau das, was wir aus der Geschichte sehen.
Wir können es uns nicht leisten, dafür tragen wir als Menschen eine zu große Verantwortung, den Verstand zu verlieren und die persönliche Verantwortung für das, was wir tun, zu delegieren. Dabei kommen entsetzliche Katastrophen heraus, denn wir Menschen haben ein weites Potenzial. Wir können friedlich und kooperativ und sozial zusammenleben und uns gegenseitig bereichern und ein Segen füreinander sein. Wir können aber auch zu den schlimmsten Bestien an uns selber werden, an uns selber und an unseren Mitmenschen. Auch dieses Potenzial haben wir. Und es liegt nur an uns und daran, wie sehr wir unserer persönlichen Verantwortung für die Macht, die wir haben, als jeder einzelne Mensch gerecht werden. Ob wir ausschließen können, dass wir gerade Liabilities sind, ob wir ausschließen können, dass wir zu Bestien werden an unseren Mitmenschen, dass wir Unmenschlichkeit für rechtfertigbar oder sogar für geboten halten oder ob wir auf einem Weg der Einvernehmlichkeit, des Respektes, der Toleranz und der Mitmenschlichkeit bleiben. Für das, was gerade passiert, in meiner Wahrnehmung, ich würde das auf jeden Fall unterstreichen, gibt es viele Begriffe. Die sind alle gleichermaßen bedenklich und sie eint alle, dass katastrophale Entwicklungen immer die Folge waren. Entsetzliche Zivilisationsbrüche, blutige Vergehen von Menschen an anderen Menschen. Menschen, die immer dachten, sie tun eigentlich etwas Gutes, während sie Dinge getan haben, die wir rückblickend für unfassbar halten. Menschen haben andere Menschen verbrannt, sie haben Kriegszüge geführt gegen sie, Kreuzzüge im Namen Gottes und so weiter und so fort. Und dabei dachten sie immer, dass sie gut handeln und im Namen einer guten Sache handeln, im Namen Gottes, im Kampf gegen den Teufel. Sie haben sich immer für Gute gewähnt, während ihnen das passiert ist und immer gedacht, dass sie etwas Gutes tun. Unsere aktuelle gesellschaftliche Verfassung, auf die Mehrheitsgesellschaft bezogen, auf unsere aktuelle psychosoziale kollektive Verfasstheit, kann man als Massenneurose bezeichnen, man kann sie als Massenpsychose bezeichnen, man kann sie mit Hannah Arendt als Banalität des Bösen bezeichnen, nämlich genau, dass Menschen schlimme Dinge tun, in einer völligen Ignoranz dafür, dass sie die persönliche Verantwortung für ihr Denken und Handeln übernehmen, oder gefährliche Dummheit, wie es Dietrich Bonhoeffer genannt hat. Autoritärer Charakter nennt es Erich Fromm, und Hans Gadamer hätte wahrscheinlich eine völlige Unfähigkeit, in intakte menschliche Beziehungen zueinander zu treten, bezeichnet. Ich möchte jetzt etwas vorlesen, was die meisten von uns wahrscheinlich kennen, denn wir beschäftigen uns ja nun seit 2 Jahren notgedrungen praktisch mit Manipulation, mit der Delegation persönlicher Verantwortung, mit Objektivierung, mit Herrschaft, mit Machtmissbrauch und so weiter. Was ich vorlesen möchte, ist genau das Zitat von Dietrich Bonhoeffer zur gefährlichen Dummheit, der auch einmal mehr prägnante Worte gefasst hat, was Menschen sich für Fragen gestellt haben, wenn sie vor der Unmenschlichkeit ihrer Mitmenschen fassungslos und sprachlos standen und versuchen mussten, Erklärungen dafür zu finden, wie passieren kann, was offensichtlich gerade Realität ist, obwohl man es für unfassbar hält. Bonhoeffer hat geschrieben: Dummheit ist ein gefährlicherer Feind des Guten als Bosheit. Gegen das Böse lässt sich protestieren, es lässt sich bloßstellen, es lässt sich notfalls mit Gewalt verhindern. Das Böse trägt immer den Keim der Selbstzersetzung in sich, indem es mindestens ein Unbehagen im Menschen zurücklässt. Gegen die Dummheit sind wir wehrlos. Weder mit Protest noch mit Gewalt lässt sich hier etwas ausrichten. Gründe verfangen nicht. Tatsachen, die dem eigenen Vorurteil widersprechen, brauchen einfach nicht geglaubt werden. In solchen Fällen wird der Dumme sogar kritisch. Und wenn sie unausweichlich sind, können sie als nichtssagende Einzelfälle beiseite geschoben werden. Dabei ist der Dumme im Unterschied zum Bösen restlos mit sich selbst zufrieden. Ja, er wird sogar gefährlich, indem er leicht gereizt zum Angriff übergeht. Beim genaueren Zusehen zeigt sich, dass jede starke Machtentfaltung, sei sie politisch oder religiöser Art, einen Großteil der Menschen mit Dummheit schlägt. Das ist genau der Gedanke, der sich anders mit Massenpsychose benennen und zusammenfassen lässt.
Das Wort der Bibel, schreibt Bonhoeffer, dass die Furcht Gottes der Anfang der Weisheit sei, sagt, dass die innere Befreiung des Menschen zum verantwortlichen Leben vor Gott die einzige wirkliche Überwindung der Dummheit ist. Bonhoeffer war Christ und spricht von Gott. Ich glaube, diesen Gedanken kann man auch ohne weiteres anders ausdrücken, wenn man sagt, der Appell muss zur inneren Befreiung der Menschen muss lauten, zu einem verantwortlichen Leben vor sich selbst, vor dem eigenen Gewissen, vor einer eigenen selbstkritischen Prüfung, sodass man die Verantwortung für das, was man denkt und tut und bewirkt in der Welt, übernehmen kann. Wir müssen uns unbedingt raffen, gemeinsam, als gesamte Gesellschaft und uns weiterentwickeln. Wenn wir möchten, dass das 21. Jahrhundert friedlich und frei verläuft und nicht so blutig wird wie das Vergangene. Dabei stellt sich uns ein Zeitgeist in den Weg, der gefährlich, sentimental und infantil ist, der an oberflächlichen Äußerlichkeiten moralische Selbstbestätigung sucht und der nicht ein Problem, ein Sachverhalt in der Sache verstehen will, der wissen will, der sich selbst kritisieren will, sondern der behauptet, es gibt einzelne, eindeutige, einfache, eindeutige Haltungen, zu denen man eine eindeutige moralische Positionierung finden kann, die eindeutig falsch und richtig ist und wo sich Fragen nicht stellen. Daraus geht eine Mentalität hervor, die sich in den Rhetoriken von wir sind die Guten und der Zweck heiligt die Mittel manifestiert. Es gibt bei Handlungen, die man eigentlich nicht versteht, bei Handlungen von anderen Menschen, nicht mehr den Anspruch, diese nachzuvollziehen, in dem Bewusstsein, dass es für alles, was Menschen tun, immer Gründe gibt. Die können gut oder schlecht sein, die können ihnen selber bewusst sein oder nicht, aber es gibt immer Gründe. Und der Anspruch müsste lauten, diese nachzuvollziehen und gemeinsame Lösungen und Konsensualisierung zu finden. Aber das ist ein schwierigerer, anspruchsvollerer Prozess, der abgekürzt wird, indem man einfach sagt, die sind böse, wir sind die Guten und als Guten müssen wir gegen die Bösen und das Böse kämpfen. Dieses infantile und unterkomplexe, gefährliche Weltbild wird spätestens dann protofaschistisch, wenn es sich kapriziert mit einer Gesinnung, die besagt, der Zweck heiligt die Mittel. Weil wir die Guten sind, heiligt uns der Zweck die Mittel. Und deswegen dürfen wir auch Sachen tun, die die anderen nicht tun können und dürfen. Und das ist dann quasi wieder in dem alten Gedanken legitimiert, durch Gott oder was auch immer man für Rechtfertigung dafür gefunden hat, Dinge zu tun, die man eigentlich für unsäglich und unmenschlich hält. In dieser primitiven Wir-sind-die-Guten-Rhetorik ist das Ziel also nicht mehr, seine Mitmenschen nachvollziehen und verstehen zu können und gemeinsame Lösungen zu finden in konsensualen Prozessen, sondern die Lösung scheint zu sein, weil der Grund ja ist, dass die anderen einfach böse sind, die Bösen mit allen Mitteln, die geboten sind, zu unterdrücken. Sanktionen, Repressionen, Gewalt, psychische Gewalt, physische Gewalt, wenn nötig. Der Zweck scheint die Mittel zu heiligen. Und das ist, worin man dann glaubt, eine gute Handlung zu vollziehen. Man versucht niemanden zu verstehen und inhaltliche, sachliche Lösungen für Probleme zu finden, sondern man glaubt, das Problem besteht einfach darin, dass die anderen böse sind und nur radikal genug unterdrückt werden müssen und dann ist das Problem schon gelöst. Diese verheerende Mentalität und Gesinnung und dieser Zeitgeist sorgen dafür, dass eine freiheitlich, demokratische, bürgerliche, funktionierende Gesellschaft faktisch nicht mehr möglich ist und uns um die Ohren fliegen muss, denn so ist ein gemeinsames Zusammenleben nicht möglich. Es sorgt auch dafür, dass permanent nicht sein kann, was nicht sein darf.
denn die Inhalte werden ja davon vorgegeben, wer das sagt und ob es ein Guter sagt und nicht inhaltlich sachlich verifiziert und in der Sache diskutiert. Das führt in den absurdesten Exzessen dazu, dass jetzt kürzlich der BKK-Chef schlichtweg gefeuert wird und intern gesagt wird, Journalisten berichten, es hatte Hexenjagdcharakter, dass dieser Mann gefeuert werden sollte, einfach nur, weil er das Falsche gesagt hat, das evidenterweise empirisch zu stimmen scheint. Das stand fest vor der Personalbesprechung überhaupt schon im Vorfeld und war motiviert durch Leute, die gesagt haben, er steht damit inhaltlich Querdenkerkreisen nah und kriegt Applaus von den falschen Leuten. Also kann ich sein, was nicht sein darf. Das ist grotesk und absurd und wir können es uns nicht leisten, denn dafür geht es auch um zu viel. Es geht hier nicht um eitlen Schmuck am Nachthemd und irgendwelche Kinkerlätzchen, um irgendwelche Ego-Selbstbestätigung, sondern die Sache, die hier diskutiert werden müsste, dringend die Frage, die aufgeworfen wurde und die niemand unterdrücken dürfte, dem es wirklich um Menschenleben tatsächlich geht, ist, sind hier Tausende und Millionen Menschen geschädigt worden? Das muss jeder wissen wollen, dem es wirklich um Menschen geht. Ein anderes Beispiel, das ich nur noch ganz kurz anbringe und bei dem ich nur für mich sprechen kann, aber ich ahne, dass viele das teilen, sind die absurden Eskalationen in der Ukraine und die absurde Entwicklung, Rhetorik und Ideologie gegen Russland und Putin in diesem Zusammenhang. Ich will das kurz erklären, worauf ich damit hinaus möchte. Auch hier geht es nicht darum zu verstehen, dass auch Russland und Putin Gründe für ihr Handeln haben. Dass es wichtig ist, diese Gründe verstehen zu wollen, um sie inhaltlich miteinander in einem gemeinsamen Prozess auflösen zu können, weil man gemeinsam das Problem des anderen versteht und eine gemeinsame konsensuale Lösung dafür findet. Stattdessen scheint die Lösung wieder zu sein, einfach zu sagen, Putin und Russland sind eben böse und wir müssen eben wieder repressiv genug dagegen vorgehen, notfalls mit Gewalt. Und die Aktionen, die da die letzten Tage stattgefunden haben und die medialen Eskalationen der Presse, die sind an Peinlichkeit nicht mehr zu überbieten. Ich muss mich wirklich fragen, ob meine Mitmenschen den Verstand verloren haben. Die Aktion war ein Licht ausmachen. Licht ausmachen gegen Putin. Russen dürfen nicht mehr in bestimmten Restaurants bedient werden. Russischer Zopfkuchen darf nicht mehr russischer Zopfkuchen genannt werden, sondern heißt jetzt nur noch Zopfkuchen. Und. Es sind Aktionen, die sind derart peinlich, kindisch und lächerlich. Und keiner dieser Aktionen wird die Gründe verändern, die es für Russland gibt, zu handeln, wie es tut. Über diese Gründe sollte jeder sprechen, der ein echtes Interesse an Friede hat. Und der diese Gründe in einem gemeinsamen, friedensorientierten, konsensualen Prozess auflösen möchte. Denn solange diese Gründe bestehen, aus denen Russland handelt, wie es handelt, wird es nicht anders handeln, als es handelt. Diese Gründe aufzulösen, wäre die Lösung für echten Frieden und eine gemeinsame, friedliche, internationale Ordnung. Einen schönen sonnigen Tag noch für Frieden und Freiheit. Toll, dass ihr alle da seid.